Corona ist für uns alle gegenwärtig. Corona dominiert unser Leben. Wir erfahren jeden Tag neue Prognosen. Die Welt ist voller Vermutungen. Die Glaskugelbesitzer haben Konjunktur, ebenso mancher Weltuntergangsprophet. Und was in all diesen Diskussionen zu kurz kommt, ist die Frage, wo geht es eigentlich hin mit der Wirtschaft? Deswegen bin ich dem Wirtschaftsbeirat der Union ausgesprochen dankbar, dass er sich dieses Themas annimmt, dass er der Frage nachgeht, was bedeutet das alles für unsere Wirtschaft. Und ich bin auch dankbar, dass der Wirtschaftsbeirat der Union mich heute zu einem Statement eingeladen hat. Ich will meine Gedanken in 5 Punkte fassen. Es dreht sich im Wesentlichen darum, was können wir heute tun und was sollten wir mittelfristig tun. Mein erster Punkt ist der, dass ich sage, wir müssen ganz konsequent abarbeiten, was jetzt getan werden muss. Und dazu zählt, dass wir vor allem den Banken, die ganz entscheidend sind für die Bewältigung der Krise, die Spielräume geben, die sie brauchen, um Kredite zu vergeben. Wir stellen nun fest, dass über die letzten Jahre das Regulierungsumfeld derart eng gestaltet worden ist, dass den Banken heute viele dieser Spielräume, die sie dringend bräuchten, fehlen. Deswegen haben wir auch zusammen mit dem Bayerischen Bankenverband und dem Sparkassenverband auch in den letzten Tagen nochmals niedergelegt, was jetzt dringend getan werden muss. Wir werden dieses Papier diesem Video beilegen. Aber lassen Sie mich einige wenige Punkte hervorheben, die mir extrem wichtig sind. Zum einen ist es notwendig, dass man politisch nochmals intensiv darüber nachdenkt, die Haftungsfreistellung auf 100% anzuheben. Das würde die Kreditvergabe ungemein beschleunigen. Das würde den Banken auch helfen, Eigenkapital auf eigene Kredite zu lenken. Ein zweiter Punkt, der extrem wichtig ist aus unserer Sicht, ist, dass wir das regulatorische Umfeld schaffen müssen, um Tilgungsaussetzungen zu ermöglichen. Hier ist im Moment den Banken wenig Spielraum gegeben. Es würde ungemein helfen, wenn wir Liquidität in den Unternehmen bei den Menschen im Moment halten könnten durch langfristige Tilgungsaussetzungen. Ich glaube, es ist wichtig, hier auch politisch nochmals intensiv nachzuarbeiten, dass EBA und BaFin entsprechende Möglichkeiten schaffen. Was ebenso wichtig ist, ist, dass die Kreditlaufzeiten, insbesondere der Förderkredite, deutlich angehoben werden. Im Moment haben wir in der Regel Kreditlaufzeiten von 5 Jahren. Wir stellen jetzt schon fest, auch in den Gesprächen mit den Kunden unserer Banken, dass diese Kreditlaufzeiten zu kurz sein werden. Bleiben wir bei diesen 5 Jahren, werden wir die Krise nur um einige Jahre vorantragen, aber wir werden sie nicht wirklich lösen. Wir brauchen deshalb längere Kreditlaufzeiten. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, ist, dass wir konsequent prüfen müssen, ob und wie das wirkt, was die Politik jetzt aufgesetzt hat. Wir werden sehr intensiv uns und eilig anschauen müssen, wirkt das Covid-19-Gesetz? Wo gibt es Auswüchse? Erste Auswüchse haben wir in den letzten Tagen ja schon erlebt. Wo ist in der Summe nachzuschärfen? Wo muss auch Regulatorik an das Covid-19-Gesetz angepasst werden, damit, und ich komme auf die Banken zurück, die Banken auch dem Auftrag gerecht werden können, den sie jetzt übernehmen sollten? Es wird wichtig sein, die Erfahrung von Praktikern und Betroffenen regelmäßig einzusammeln und immer wieder zu überprüfen, was muss noch getan werden, damit wir das Schlimmste vermeiden können, damit die Wirtschaftskrise, in der wir uns mittlerweile befinden, auch beherrschbar bleibt. Insofern hier mein Appell an die Politik, regelmäßig auf das zu hören, was Praktiker, was Betroffene, was Unternehmen, was Verbände, was Kammern hier vortragen. Es wird aber auch wichtig sein, dass wir realistisch bleiben. Die Wirtschafts- und Unternehmenswelt wird sich in der Corona-Krise verändern. Nicht jedes Unternehmen, das jetzt am Markt ist, wird auch nach der Krise noch am Markt sein. Ich glaube, auch das gehört zu einer realistischen Betrachtung. Mir ist darüber hinaus drittens wichtig, dass wir anfangen zu beginnen, nachzudenken, wie kommen wir aus dem Stillstand, den wir im Moment haben, wieder ins Wirtschaften. Diese Frage wird oftmals verkürzt auf das Wann. Wann geht es weiter ausgerichtet? Ich glaube, es ist gar nicht so sehr entscheidend, das Wann zu beantworten, sondern es geht um das Wie und um das Was. Es ist wichtig, dass Unternehmen Planungssicherheit bekommen, dass Beschäftigte eine Perspektive bekommen. Planung und Planungssicherheit ist für Unternehmen elementar, ist für die, die wirtschaften wollen, die etwas unternehmen wollen, die Grundlage ihrer Tätigkeit. Und hier brauchen wir Horizonte, hier brauchen wir Perspektiven, hier brauchen wir auch Klarheit über das, was auf uns zukommt.
Und es ist die Grundlage dafür, dass jeder, ob es nun jeder Einzelne persönlich oder aber Unternehmen sind, für sich die Zielrichtungen ihres Wirkens zu definieren und für sich klarzumachen, was kann ich eigentlich tun, für sich auch klarzumachen, was brauche ich eigentlich an Liquidität, was muss ich jetzt im Gespräch mit der Bank für mich organisieren, damit ich über die nächsten Wochen, vielleicht nächsten Monate auch existieren kann. Insofern brauchen wir eine positive Debatte um die Optionen. Wir brauchen eine Klarheit darüber, auf was müssen wir uns eigentlich einstellen. Die jetzt genannten drei Punkte sind die, die wir kurzfristig abarbeiten müssen. Es gibt aber auch Punkte, die wir mittelfristig angehen müssen, die wir spätestens dann angehen müssen, wenn die Krise vorbei ist. Und dazu zählt für mich viertens, wir werden nicht umhinkommen, unser Land general zu überholen, wenn die Krise vorbei ist. Wir brauchen so eine Art Generalrevision. Das wird für viele von uns als Einzelpersonen gelten, das wird für viele Unternehmen gelten, das wird aber auch für unser Gemeinwesen gelten. Es wird ein Leben nach Corona geben, davon bin ich fest überzeugt. Und dieses Leben nach Corona müssen wir besser organisieren als das Leben vor Corona. Wir werden die Reformdebatten der Vergangenheit führen müssen und wir werden sie konstruktiver führen müssen, als wir sie in der Vergangenheit geführt haben. Und die Felder, über die wir uns dann austauschen werden müssen, die wir gestalten müssen, die wir neu gestalten müssen, dazu zählt das ganze Gesundheitssystem, dazu zählt unser Steuersystem. Wir werden die Fragen neu diskutieren müssen, von wem sind wir in Deutschland eigentlich abhängig in Lieferketten, wie werden wir Lieferketten künftig gestalten. Wir werden die Frage stellen müssen, was ist Systemrelevanz, was bedeutet Systemrelevanz für uns und wie sichern wir künftig das, was wir als systemrelevant definieren. Und nicht zuletzt, auch das ist eine Lehre aus der Corona-Krise. Wir werden eine neue Föderalismusdebatte führen müssen. Wir werden darüber diskutieren müssen, was sind die Stärken unseres föderalistischen Systems. Wir werden aber auch darüber reden müssen, wo liegen eigentlich die Grenzen. Und der fünfte Punkt, von dem ich glaube, dass wir ihn nach der Krise sehr intensiv diskutieren werden müssen, ist die Frage nach Europa. Die Frage nach Europa stellt sich neu. Sie wird die vielleicht mitentscheidende und zentrale Frage in der Nach-Corona-Phase werden. Wir erleben jetzt im Moment die Kulmination der Renationalisierung. Das hat die letzten Wochen in der europäischen Debatte geprägt. Und diese Renationalisierung wird sich auch nicht wegdiskutieren lassen durch humanitäre Aktionen, mit denen im Moment verzweifelt versucht wird, den europäischen Gedanken noch zu leben und ihn in Erinnerung zu rufen. Die künftige Frage wird lauten: Was soll, kann und darf Europa? Was soll es künftig sein? Und man könnte es genossenschaftlich formulieren: Wie werden die EU-Mitgliedstaaten durch Europa handlungsfähiger als jeder Staat für sich alleine? Das wird meines Erachtens auch die zentrale Frage sein, die die deutsche Ratspräsidentschaft ab 1.7.2020 prägen wird. Und es ist eine fürwahr große Frage.